Good morning, everybody. So, schönen guten Morgen allesamt, die Herren Präsidenten, die Herren Vizepräsidenten, Generalsekretär des DFB, Kollegen und Freunde. Heute Morgen wollen wir uns ein bisschen unterhalten. Ich möchte Ihnen den einen oder anderen Gedanken, der mich so umtrat, mitteilen, aber hauptsächlich geht es um die Euro. Euro 2012 natürlich. Es gab da einen gewissen Napoleon, der war jetzt nicht Teilnehmer der Euro, sondern der berühmte Napoleon. Er hat eines Abends hat er sich in das Badezimmer von Josephine bewegt. Er klopft an die Tür, sie öffnet und da steht Napoleon natürlich ohne Kleidung. Und er sagt: Madame, ich bin nicht hier, um eine lange Rede zu halten. Die schlechte Nachricht für Sie ist, bei mir trifft das allerdings leider doch zu. Es wird eine recht lange Rede. Wobei das wiederum auch eine gute Seite hat, denn wir haben mittendrin eine Kaffeepause vorgesehen, sodass Sie sich mitten in der Präsentation ein bisschen erholen können. Außerdem gibt es Videos, die eine oder andere Anekdote und auch visuelles Material. Das heißt, wir werden zwar lange gemeinsam unterwegs sein, aber es wird Ihnen hoffentlich nicht lang vorkommen. Sie sehen hier den Titel meiner Präsentation. Das heißt, Soccer Success. Das kommt deshalb, weil ich vor einigen Tagen erst in Philadelphia, USA, tätig war. Und da habe ich die Überschrift einfach so gelassen. Soccer sollten wir also im Grunde genommen mit Football ersetzen. Vielleicht fangen wir damit an, dass wir definieren, was ist eigentlich Erfolg? Da haben wir zunächst mal das Bild von Vicente del Bosque, einem der erfolgreichsten europäischen Trainer. Erfolg heißt für mich, wenn man das so definieren möchte, gute Ergebnisse, Unterstützung durch die Fans, man wird immer besser, finanzielle Stabilität, gute Arbeitsbedingungen, dass man ein gewisses Erbe, ein gewisses Erbe hinterlässt, dass man Kontrolle über die Umstände behält und dass man überlebt, in Anführungsstrichen. Für die meisten von uns als Trainern ist das Überleben, das Drinbleiben in der Liga schon Erfolg genug. Alle von Ihnen sind bei der Talentförderung, aber auch Trainerausbildung aktiv. Und Sie in Ihrem Beruf sorgen für Erfolg, für zukünftigen Erfolg. Das Gegenteil von Erfolg ist Misserfolg, Schiffbruch, Scheitern. Und was führt zum Scheitern? Nun, zunächst mal schlechte Ergebnisse, die falsche Ergebnisse, Kontrollverlust, ein negatives Image, aus dem Grunde, wie Ihre Mannschaft so auftritt, wie Ihre Jugendarbeit funktioniert oder eben nicht funktioniert, Fehler, die Sie als Coach begehen, schlechte Kommunikation, kaputtgehende Beziehungen oder schlicht und einfach Pech. Ich finde, man muss die Chancen für Misserfolg minimieren, indem wir eine persönliche Beziehung zwischen Ihnen und den Spielern herstellen. Das heißt, make it personal, holen Sie die Dinge auf eine personelle, auf eine Mann-zu-Mann-Ebene, um die Chancen für Misserfolg zu minimieren. Tja, und Spanien, wie wir alle wissen, hat einen einzigartigen Hattrick erzielt. Viele, viele andere Fußballnationen sind darauf mächtig neidisch. Da gab es zunächst am Anfang die Euro 2008, danach die WM 2010 und der Erfolg des Euro-Gewinns wurde sogar wiederholt in diesem Jahr. Es geht allerdings nicht nur über die spanische Mannschaft, sondern auch über andere, denn während der Periode, in der Spanien diesen einmaligen Hattrick erzielt hat, gab es eine ganz andere Reihe von UEFA Champions League-Siegern. Manchester United, Barcelona, dann kommt Internazionale Milan, dazu komme ich dann später noch, dann fiel der Titel 2011 wieder an den FC Barcelona zurück und 2012 wieder dann aus großer Ausnahme Chelsea Football Club. Und damit habe ich auch gleich schon die Turniere, die Trophäen genannt, an denen sich die gesamte Fußballwelt ausrichtet, die Benchmark Competitions. Einmal natürlich
die WM-Trophäe, die Weltmeisterschaft. Hier in Europa ist es die Europameisterschaft. Das sind aber nur 31 Spiele, die da ausgerichtet werden, nicht vergessen. Und dann gibt es die UEFA Champions League, in der, und das sagen sogar viele Nationaltrainer, die Trends gesetzt werden, die dann auch ihre eigene Arbeit bestimmen. Und die findet auch jedes Jahr statt, nicht nur alle 4 Jahre wie eine Europameisterschaft. Nachdem das Finale in Kiew abgepfiffen war und die Leute langsam aus dem Stadion strömten, erhielt ich eine SMS von Vicente del Bosque und er sagte, Mensch, Andy, komm doch schnell mal runter zu uns in die Kabine und triff meine Jungs, wie sie da feiern. Und Sie können sich vorstellen, es gab das totale Chaos in der spanischen Kabine. Freunde, Freundinnen, Kinder, der Nachwuchs turnte rum, Verbandsangehörige, der Präsident natürlich. Und ich stellte mir in diesem Augenblick 2 Fragen. Hier haben wir Xavi Hernandez, das Bild habe ich selbst gemacht. Er sagte zu mir, hey, ich nehme jetzt hier mal diese Trophäe und mach doch mal ein Bild von mir. Ich kenne Xavi schon seit vielen, vielen Jahren. Und hier kommt er eigentlich und kam er mir vor wie ein kleiner Junge, so als wäre er 9 oder 10. Ich sagte, Mensch, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich. Ja, sage ich, Xavi, das ist ja toll, dann setze ich doch mal dahin mit der Trophäe, dann mache ich ein Foto. Und ich glaube, es ist Teil des spanischen Erfolgs, dass man den Ball, dass die Spanier den Ball immer noch in ihrem Herzen tragen und ihrem Herzen kleine fußballspielende Jungs 5 gegen 5 auf kleine Feld geblieben sind. Und die Frage, die ich mir damals stellte, okay, was macht denn eigentlich aus einer Mannschaft eine siegreiche Mannschaft, eine siegreiche Kabine, wenn man es wörtlich übersetzt? Später werde ich Sie dann auch an die Hand nehmen und dann gehen wir mal auf den Platz und wir werden erfahren, was passiert mit einer erfolgreichen Mannschaft auf dem grünen Rasen. Und die Frage Nummer 2, da haben wir den siegreichen Trainer. Und die folgerichtige Frage war, gut, hier haben wir einen siegreichen Trainer, was macht einen solchen erfolgreichen Trainer aus? Welche Attribute muss er benutzen oder besitzen, besser gesagt? Sie alle sind also Trainer, die nicht nur vor einem Vakuum trainieren, sondern zumindest auf Top-Niveau entweder im Jugendbereich oder im Erwachsenenbereich arbeiten. Und deshalb ist es wichtig für Sie, dass auch Sie diese Dinge mitbekommen oder zumindest mal gehört haben. Ich habe natürlich eine ganze Reihe von Kollegen, Pep Guardiola, Alex Ferguson, Arsène Wenger und so weiter, die mir im Rahmen der UEFA helfen, die mich seit vielen Jahren begleiten. Und deshalb werden Sie auch von Ihnen das ein oder andere Zitat erfahren. Im September treffen wir uns das nächste Mal. Hier ist die technische Studiengruppe, die ich für die Euro 2012 um mich geschart hatte. Viele von denen kennen Sie natürlich. Holger Osik ist drunter. Dusan, ein slowakischer Kollege, da hebt er gerade die Hand, ist der technische Direktor seiner Nachbarnation, nämlich der Tschechen. Gérard Houllier ist dabei, früher für Liverpool und Lyon tätig. Und unser Präsident Michel Platini hat sich einen Platz in der Mitte gesichert. Hier treffen wir uns vor einer sehr bekannten Kirche in Kiew. Zurück zu unserer ursprünglichen Frage, die siegreiche Kabine. Sylvia Knight sollte im Grunde genommen hier mit mir stehen, denn sie kennt die Antwort dazu, denn sie hat ja nicht nur einmal den höchsten Titel mit den Frauen zusammen gewonnen. So, wir sprachen von der siegreichen Kabine, die siegreiche Mannschaft. Was macht eine siegreiche Mannschaft aus? Da haben wir Andrés Iniesta, Spieler des Turniers bei der Euro 2012. Hier sind die aus meiner Sicht wichtigsten Bestandteile. Nummer 1, Technologie auf der ganzen Höhe ihres Daseins. Fangen wir an mit dem Präsidenten. Ángel María Villar ist der Präsident des Spanischen Fußballverbandes seit 1988. Unglaublich. Er war schon bei der technischen Kommission der UEFA, bevor ich überhaupt dort anfing. Und im Rahmen der letzten 18 Jahre meiner Tätigkeit bei der UEFA hatte ich ein exzellentes Verhältnis mit ihm.
sieht zu, dass die besten Mittel, die größte Unterstützung immer in den Nachwuchs geht. Und das hat er im Prinzip von seinem eigenen Verband mitgebracht. Das heißt, das Trainerwesen galt bei ihm als die allerwichtigste Priorität, und zwar von unten, von der Basis bis ganz nach oben. Das heißt, Trainerentwicklung, Trainerförderung und Fortbildung war für ihn von vornherein enorm wichtig. Und er wusste warum, denn er selbst war bekannter Profi in Spanien, hat für Athletic de Bilbao gespielt. Athletic de Bilbao zum Beispiel war vor kurzem gegen Manchester in der Champions League unterwegs. Und hier sehen wir sie uns beide in freundschaftlicher Umarmung. Aber ich will jetzt nicht unbedingt eine Lobeshymne auf Biar singen, sondern es geht mir darum, um zu demonstrieren, wie wichtig es ist, die bestmöglichen Führungspersönlichkeiten ganz oben an der Spitze zu haben. Als ich damals Trainer war, waren das Sportliche an ganz Nummer 1 und die Politik kam erst an Punkt 3. Ich habe inzwischen erfahren, es ist leider, oder zum Glück, je nachdem wie man es sieht, genau umgekehrt. Man braucht die mächtigsten, durchsetzungskräftigsten Politiker bzw. Verbandsführer an der Spitze. Wenn das nicht klappt, wenn wir die nicht da sind und wenn die nicht auf Zack sind, dann kann man im Grunde genommen fast alles Weitere vergessen. Und nur wenn sie von ganz oben die Unterstützung genießen, können sie als Techniker für den notwendigen Fortschritt sorgen. Der zweite wichtigste Bestandteil ist der Trainer selbst. Und Vicente del Bosque ist in der Tat ein einzigartiger Coach. Er hat zweimal die Champions League mit Real Madrid gewonnen, die WM 2010 und die Euro 2012. Also nicht schlecht auf dem Lebenslauf. Und was hat er mir gesagt am Ende des Finals, des Finales? Er sagte: Andy, bei dem Team hier braucht man eigentlich gar keinen Trainer. Nun, normalerweise stimme ich fast allem zu, was Vicente del Bosque sagt, aber bei dem speziellen Aussage definitiv nicht. Aber es ist halt typisch für ihn. Er ist ein sehr, hat eine sehr bescheidene Persönlichkeit und setzt eben Bescheidenheit und im Grunde genommen kann man fast sagen Demut an die ganz oben bei sich im persönlichen Verhalten. Ich finde aber ganz im Gegenteil, ohne Vicente del Bosque wäre aus Spanien nicht das geworden, was es geworden ist. Der ganze Spiel, der Stil, der Charakter des Teams. Und als damals bei der Euro 2008 Spanien solche Probleme hatte, bei ihrem Eröffnungsspiel gegen die Schweiz, sagte er: Jungs, ich werde hier keinen Einzelnen herauspicken, der in Anführung Schuld an dieser Niederlage hat. Wenn hier einer Schuld hat, dann sind das wir alle. Ich, der Trainerstab und ihr als Spieler. Wir sind hier zusammen und wir sind eine Gemeinschaft. Und das hat den Gemeinschaftsgeist geschaffen, der später Spanien dann zum Erfolg führte. Der Staff, das heißt das Team hinter dem Team, ist ein enorm wichtiger Bestandteil. Und da ist eben nicht nur der Trainer, sondern auch der Assistenztrainer, der Torhütertrainer, die Leute im medizinischen Stab, die Leute als Verbandsmitarbeiter, die fürs Organisatorische sorgen. Im Fall Spanien ist das allerdings nicht nur eine Zweckgemeinschaft, sondern geradezu eine, ja, nennen wir es ruhig, eine Familie. Eine enorm eng gestrickte Gruppe, fast familienähnlich, die die Mannschaft umgibt. Tja, und im Grunde genommen ist die Liste von 1 bis 7, die müsste man im Prinzip alle auf eine Ebene stellen. Es gibt also nur einen bei mir. Die Spieler sind natürlich enorm wichtig, um eine siegreiche Mannschaft zu schaffen. Und da kommen wir zur großen Frage: Zufall und
Glück oder Planung und Absicht, Chance or Design. Xavi sagte zu mir, als ich erstmalig zu einer Jugendnationalmannschaft eingeladen wurde, damals als U17, U18 Spieler, haben mich plötzlich die Leute mit ganz anderen Augen angeschaut. Plötzlich war ich wichtig, plötzlich galt ich als jemand. Und da wurde auch mir selbst klar, hey, ich kann es wahrscheinlich sogar schaffen, ganz nach oben zu kommen als Spieler. Spanien hat auch deshalb eine Sonderrolle, weil Fernando Hierro, der als technischer Direktor tätig war, dass der Stil, in dem die spanische Nationalmannschaft erfolgreich ist, im Grunde genommen von unten kommt und nach oben getragen wurde, nicht andersherum. Das oder den Stil, den die Jugendteams Spaniens schon seit Jahr und Tag spielen, der hat sich dann nach oben katapultiert. Und das kam nicht von ungefähr. Auf U17-Ebene haben die Spanier im Laufe der letzten 20 Jahre 15 europäische Meisterschaften gewonnen, 6 auf U19-Ebene und 3 U21-Titel auf europäischer Ebene. Vor kurzem erst war das Finale der U19. Es ist natürlich nicht nur die Nationalmannschaft und die Nationalmannschaften, besser gesagt auch auf U-Ebene, sondern auch die Vereine. Das spanische Scouting-System ist fantastisch. Sie haben ja in Spanien die verschiedenen Regiones Autónomas, also die autonomen Verwaltungsgebiete in Spanien. Und das Scouting ist fantastisch, da schlüpft niemand mehr durchs Netz, der auch nur halbwegs vielversprechende Anlagen zeigt als Fußballtalent. Hier bin ich zusammen mit Pep Guardiola, das war bevor er entschied, eine kleine Schaffenspause einzulegen, und der Leiter der Jugendakademie. Nehmen wir den Kader, den 18er Kader beim UEFA Champions League Halbfinale. 13 von ihnen kamen aus der eigenen Jugend. Das ist doch fantastisch. 13 von ihnen haben sich durchgesetzt auf höchstem Profiniveau. Die Akademie La Masia gibt es seit den letzten, nun sagen wir, 30 Jahren. Und Sie sehen schon an diesem Foto hier, da sieht es toll aus. Es wird alles gewässert, sogar die Gegend um die Trainingsplätze herum, um das ordentliche Sprungverhalten der Bälle zu simulieren und so weiter. Und ich sagte zu Pep Guardiola, hey Mensch, das ist doch wie das Paradies. Und ich sagte ihm, und er sagte mir, wieso? Na, also ich komme aus Glasgow, da gibt es zum Beispiel keine Palmen hinterm Tor, da stehen andere Sachen hinterm Tor. Rostige Kräne zum Beispiel. Und da hat er nur gelacht. Also ja, es ist eine Art Paradies. Gut, wie kann man Barcelona stoppen? Wie kann man das verhindern? Chelsea hat es geschafft, zugegebenermaßen. Aber man hatte auch etwas Glück, oder? Selbst wenn man Chelsea-Fan ist, muss man das zugestehen. Es gab eine Zeit einen schottischen Spieler, der dachte, er hätte die Arbeit. Der war für Glasgow Rangers unterwegs. Das war so der klassische Innenverteidiger, rot, ein Riese von Mann, Riesenwaden, kein Nacken, stierneckiger Typ, immer mit dem Kopf auf den Ball. Und wenn er irgendeinen Stutzen sah, der eine andere Farbe hatte als die seiner eigenen Teams, hat er einfach mal draufgetreten. Wird schon richtig sein. Ja, und da war zum Beispiel ein Barcelona-Bein in seinem Blickfeld und den hat er umgehauen. Und wer war das? Das war ein Ersatzspieler, der gerade erst auf den Platz kommen sollte. Das heißt, diese Antwort auf Barcelonas Können ist nicht die richtige. Was muss man tun, um bei der Talentförderung erfolgreich zu sein? Tja, zunächst mal identifizieren, Talente an sich binden, sie entwickeln, sie managen, motivieren und auch in den eigenen Reihen behalten. Selbst Barcelona hat ja einige verloren. Nehmen wir Cesc Fabregas, der ist nach seiner Ausbildung untreu geworden und ging zu Arsenal, später erst unter Tränen zurückgekehrt. Und sie mussten ihn
also zunächst mal von Arsenal zurückkaufen. Und auch einen anderen Spieler von Valencia auch. Piqué zum Beispiel ging mit 8 Jahren, Andrés Iniesta kam mit 12 dazu, Xavi Hernandez, Cesc Fabregas, Valdés, die waren auch erst zarte Bübchen im Alter von 10. Messi kam mit 14 und wie viele von Ihnen bestimmt wissen, hatte er Wachstumsprobleme, Lionel Messi, und er brauchte eine besondere Medikamente, um diese Wachstumsprobleme zu überwinden. Und mit 15, 16, Charles Rexach war damals Trainer und sah sich die Jugendspieler an und Messi war auf dem Feld und der Trainer sagte, du, ich glaube, den schicken wir wieder zurück nach Buenos Aires, aus dem wird nichts. Ich glaube nicht, dass aus dem wirklich was wird. Tja, so war die Einschätzung damals, der Jugendtrainer. Charles Rexach sah sich das Trainer an und meinte, ach übrigens, diesen Messi da, den schicken wir mal noch nicht weg. Warum? Und Charlie meinte, warte mal ab, das ist ein genialer Spieler, ein Genie. Und da hatte Messi Glück und Barcelona gleichzeitig auch, dass man ihn nicht wegschickte, sondern im Verein behielt. Welche Art von Kultur, welches Miteinander herrscht denn eigentlich bei Barca im Jugendförderzentrum? Ja, zunächst mal gibt es da eine ganz straffe, diszipliniertes Ethos, ein Arbeitsethos, im Grunde genommen ein Zusammenleben wie in einer Familie. Das heißt, wer sich da nicht benehmen kann, fliegt raus. So hart ist das. Schnelle Technik ist enorm wichtig für Barcelona. Nicht unbedingt Übersteiger und Ball balancieren und so weiter. Also Tricks ist das eine, aber eine schnelle Grundtechnik, das ist wichtig. Es fängt an mit dem 4-3-3-System. Athletik, Schnelligkeit, eine taktische Philosophie, aber auch Bescheidenheit, Demut. Und kein überbordendes Selbstbewusstsein. Kommen wir zum fünften Punkt. Die Mannschaft als solche. Es geht um die Chemistry, also die Chemie, im Deutschen heißt es ja auch Chemie, der Spieler untereinander, die Beziehungen untereinander und die Breite in der Spitze. Das ist natürlich auch wichtig. Und bei jeder erfolgreichen Mannschaft kann man erkennen, es gibt eine gemeinsame Sache, für die sie alle auf dem Platz stehen. Es gibt ordentliche und ordnungsgemäße Führungspersönlichkeiten. Es gibt die richtige Mischung an Spielerpersönlichkeiten und an Talenten. Die Organisation ist effektiv. Jeder hat sein eigenes Rollenbewusstsein. Spieler haben ihre ganz persönlichen Gründe und Anreize, gut zu spielen. Man muss Harmonie in der Mannschaft haben. Eine ganz feste Regel, ein festes Regelwerk, Pünktlichkeit zum Beispiel. Die richtige Taktik muss vorgegeben sein, Strategien und als eines der wichtigsten Punkte ein Vertrauensverhältnis zwischen Stab, Spielern und untereinander. Ich habe hier mal mich überlegt, was macht eine Siegesmentalität aus? Das ist im Englischen das ABC. Attitude, Behavior and Confidence. Daraus machen wir im Deutschen ein EVS. Ja, die Einstellung. Fangen wir mit der Einstellung an. Da muss man emotionale Stabilität halten, man muss bereit sein, auf höchster Ebene Wettbewerbe zu genießen. Ein gewisser Stolz muss dabei sein, eine optimistische Grundeinstellung und Ehrgeiz. So sagte ein amerikanischer Coach Lombardi, sagte, wir verlieren nie. Wir sind nie auf der Verliererstraße, die Zeit läuft uns nur weg. Das ist übrigens Sir Alex Ferguson Lieblingszitat. Manchester United ist nie auf der Verliererstraße, die haben nur zu wenig Zeit. Das B steht für Behavior, im Deutschen also das Verhalten. Da fangen wir zunächst mal an mit guten Gewohnheiten. Spanische Nationalmannschaft als auch der FC Barcelona zeichnen sich aus durch ganz einfach gute Angewohnheiten, durch Disziplin, Konzentration, Zusammenarbeit und Widerstandsfähigkeit. Also Talente sind immer oben auf.
Hier haben wir einen gewissen Aristotle. Ich weiß nicht, ob der mal für Griechenland gespielt hat und wenn ja, welche Position. Er sagte schon vor vielen, vielen Jahren, wir sind das, was wir mit gewisser Regelmäßigkeit tun. Exzellenz ist keine einzelne Haltung, sondern eine Angewohnheit. Kommen wir zu C, Confidence, zu Deutsch Siegermentalität. Man muss an sich selbst glauben, man muss in sich selbst vertrauen. Man muss natürlich auch fähig sein, über gewisse Fähigkeiten verfügen und Erfolg haben. Beim Viertelfinale gegen Portugal, der WM 2010, saßen wir zusammen und ich sagte, du Iker, ich habe dich damals vor vielen, vielen Jahren im U16-Finale der Euro getroffen. Ja, sagte Andy, das weiß ich auch noch. Ich hielt damals diesen Elfer und dadurch haben wir gewonnen. Und nach dem U16-Euro-Finale habe ich zweimal das Champions-League-Finale gewonnen mit Real Madrid und danach auch die Euro. Und er sagte, du Iker, mach mal halblang, unser Freund Fernando Hierro hier neben mir, der hat die Champions-League sogar dreimal gewonnen. Und darauf er wieder, ja, das mag so sein, aber ich bin jung genug, um sogar die WM zu gewinnen. Und drei Spiele später war er soweit. Und hat sogar die Gabe gehabt, diesen Erfolg bei der Euro 2012 nochmal zu wiederholen. Was will ich damit sagen? Sie brauchen Stabilität. Eine Grundstabilität in dem, was sie denken, was sie tun und was sie nicht tun. Stabilität in der Grundeinstellung. Bill Walsh, der berühmte Trainer der US Football Liga NFL, sagte, Champions verhalten sich schon wie Champions, bevor sie Champions sind. Und damit will ich nicht irgendwie die Botschaft überbringen, dass man sich hier arrogant durchs Leben bewegen muss, sondern man muss eine gewisse Siegermentalität, eine Champions-Mentalität schon haben, bevor man auf dem Siegertreppchen steht. Vicente Del Bosque und seine Fußballphilosophie, die sagt, unser Ziel ist, in Ballbesitz zu bleiben, das aber bei hoher Geschwindigkeit, viel Beweglichkeit und einer guten Mixtur zwischen kurzen und langen Pässen. Tja, damit fasst er natürlich wirklich zusammen, wie die Spanier auftreten. Und Cesare Prandelli, italienischer Chefcoach, sagte, aus meiner Sicht sollten wir als Trainer wieder auf mehr Fußball, auf schöneren Fußball achten und nicht immer nur so ergebnisorientiert uns verhalten. Darin liegt die Zukunft des Spiels. Es geht also auch nicht nur um das nackte Endergebnis, sondern auch darum, wie man zu Ergebnissen kommt. Were the key elements? What were the things that he thought? Welche sind nun die Schlüsselelemente, die wichtigsten Elemente? Und seine Ansicht war, ganz oben stehen die Beziehungen der Spieler, der handelnden Personen untereinander. Dann, wie gehe ich mit schwierigen Augenblicken um, mit schwierigen Situationen? Der Mannschaftsgeist kam an Nummer 3, die richtige Mischung an Individualspielern und zum Schluss Ordnung einerseits, aber auch das gewisse Talent auf der anderen. Es ist die Kombination dieser Dinge, die zum Erfolg führen. So, und jetzt haben wir über Philosophien, über Spielansätze, über Spielideen gesprochen. Und das ist aus meiner Sicht der richtige Zeitpunkt, dass ich sie an die Hand nehme und auf den Platz führe. Was passiert, was ist im Augenblick zu beobachten, wenn wir auf den Platz gehen? Morgen bekommen Sie natürlich noch von Bernd und Frank ganz andere Eindrücke in der praktischen Demonstration auf dem Platz. Hier bleibt es also weiterhin auf dem Theoretischen, aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal mitten in den Anstoßkreis vom Nou Camp, vom FC Barcelona. Und vielleicht überlegen wir mal gemeinsam, ist nicht der Mittelkreis, der Anschlusskreis, ein enorm wichtiger Ort beim Fußball? Da fängt's an, nach dem Tor oder auch überhaupt beim Anstoß. Spieler stehen rund um den Anstoßkreis, wenn aus irgendeinem Grund eine Schweigeminute gehalten werden muss. Und wie oft stehen Trainer im Anstoßkreis und überlegen sich beispielsweise beim Training,
und Dinge gehen ihnen durch den Kopf, was passieren könnte, wie man Dinge umsetzen kann. Aber der Anschlusskreis ist auch eigentlich der ideale Punkt, um als Trainer sich einmal aufzuhalten und sich zu überlegen, welche Trainingsformen, welche Übungen führe ich jetzt morgen, übermorgen durch. Es schadet also gar nichts, sich ab und zu mal dahinzustellen. Kommen wir also zu dem, was auf dem Platz vor sich geht. Und wie läuft's? Ja, da ist zunächst mal Possession, das ist der Schlüsselbegriff, der Ballbesitz. Arsene Wenger sagte schon damals, die Kunst des guten Spiels nach vorne ist, vorwärts zu spielen, ohne den Ballbesitz zu verlieren. Spanien gegen Frankreich, da wurden einige spanische Spieler Hamster im Grunde genommen fast übertrieben, das heißt, sie wurden angeklagt, in Anführungsstrichen, dass sie hintenrum und nochmal hintenrum spielen, aber immer im Ballbesitz bleiben. Aber sie haben es dann hinterher positiviert, wenn man dieses Fremdwort mal schaffen kann. Das heißt, sie haben Sinn, den Ballbesitz zu lieben, haben aber trotzdem mit klarer Vorwärtsausrichtung. Und Thomas Schaaf, Trainer des SV Werder Bremen, sagte, Barca haben uns irgendwie hypnotisiert. Sie haben uns mit ihrem Kurzpassspiel total fertig gemacht. Und das ist eigentlich eine ganz gute Beschreibung. Die Top 4 Mannschaften bei der Euro haben die Initiative ergriffen. Bei der Champions League waren das 3. Und Sie wissen, wer es nicht gemacht hat. Und das war ausgerechnet die Mannschaft, die Champions League gewonnen hat. Die haben sich ausschließlich aufs Kontern verlegt. Genauso wie Mailand vor 2 Jahren. Es ist ein gewisses Paradoxon, wie es auf Deutsch heißt. Durch die 13 Spiele hindurch der Champions League hat also Inter 45% Ballbesitz geschafft, Barcelona im Vorjahr 63, im Finale aber nur 32. Es war ein reines auf Konter angelegtes Spiel. Barcelona hat 2011 sogar 68% geschafft. Chelsea immerhin noch 47, im Verlauf der gesamten Champions League wohlgemerkt, im Finale aber nur, zumindest, oder sagen wir mal im Halbfinale, die 2 Spiele gegen Barca, nur 28%. Ich war beim ersten Halbfinale in London und weiß eigentlich immer noch nicht, wie die das geschafft haben. Und Ballbesitz und nach vorne orientiertes Spiel unter Ballbesitz garantiert leider immer noch nicht den Sieg am Ende. Was ich Ihnen hier nur, die Botschaft, die ich Ihnen sagen möchte, ist, dass das den generellen Trend im Fußball verkörpert. Der erfolgreichsten der 32 an der Champions League teilnehmenden Mannschaften schaffen circa 500 Pässe innerhalb eines Spiels. Das ist die Benchmark, die heute zu erreichen ist. Nur ganz selten schaffen es Teams, die unter dieser Kennziffer bleiben, später dann in die Ausscheidungsphase. 480 zum Beispiel haben Chelsea geschafft und sind trotzdem weitergekommen. Und daran sieht man, dass das Spiel schneller geworden ist. Intensität vor allen Dingen. Schnelligkeit und Intensität im Fußball sind heute viel höher als früher. Und wenn wir jetzt den gesamten Trend sehen, dass die Teams, die die meisten Distanzen gerannt sind, tja, die haben eben nicht es geschafft nach oben, sondern die haben verloren. Ja? Die haben es also noch nicht mal in die Ausscheidungsphase geschafft. Das heißt, diejenigen, die sich das Herz aus der Lunge gerannt haben, die sind eliminiert worden. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, statistisch gesehen. Bei der Euro 2012 hatten 11 der 16 Teilnehmer der Endrunde durchschnittlich mehr als 500 Pässe pro Spiel
Spanien schaffte es in dem Gruppenspiel im 4-0 gegen die Republik Irland auf 929. Unglaublich. England hingegen, das sage ich als Schotte natürlich mit einem gewissen Schmunzeln, hat es nur auf 36% Ballbesitz geschafft und in den Spielen gegen Italien im Viertelfinale sogar nur 25%. Also Possession, der Ballbesitz, aber es geht natürlich auch um das Element 2, das heißt die richtige Zusammenstellung des Teams. Und wenn wir über Pässe und Passspiel und Ballbesitz sprechen, meine ich eigentlich nicht nur, dass der Ball von A nach B geht. Man sollte die Spanier und auch Barcelona ganz genau beobachten und man sehen, dass zum Beispiel die Iniestas, die Xavis, die Messis dieser Welt, das ist die Fähigkeit, den Ball nicht zu verlieren, ja? Wenn man es mal so formuliert. Das heißt, wenn die einen Ball annehmen und sich Gegenspieler auf sie zubewegen, verlieren die nicht sofort, sondern die schaffen den Ball abzuschirmen und ihn an einen eigenen Mannschaftskameraden weiterzugeben. Das Ballbesitz, aber auch in Ballbesitz bleiben, ist eines der wichtigsten Elemente. Wie stelle ich also meine Mannschaft auf? Nun, das hängt von vielen Variablen ab. Zunächst mal die Philosophie des Trainers selbst, den Qualitäten, die ihre Spieler mitbringen, besondere Situationen, wie spielt der Trainer und wie sind vorherige Ergebnisse ausgefallen. Generell kann man Folgendes sagen. 7 der 16 Teilnehmer haben mit einer 4-2-3-1-Formation zumindest angefangen. Wir haben also 2 defensive Mittelfeldspieler, 2 Mittelfeldspieler an den Flügeln, einen in Anführung Freigeist als Spielgestalter in der Mitte und einen Stoßstürmer. 5 Teilnehmerteams der Euro 2012 sind mit 4-3-3 angetreten und es ist eben der einzige Unterschied, ist im Prinzip nur, ob man 2 defensive Mittelfeldspieler oder einen hat. Spanien hat 2, genauso wie Deutschland, Portugal zum Beispiel nur einen. Der Unterschied ist der, dass die 2 defensiven Mittelfeldspieler, zum Beispiel Xabi Alonso, auch an der Spielgestaltung teilnimmt. Das heißt, sie dienen nicht nur als Abfangjäger im Mittelfeld, sondern haben durchaus gestalterische Funktionen. 4 Mannschaften haben 4-4-2 gespielt, der Klassiker, aber mit einer Art Raute in der Mitte. Italien kann sich aber auch auf 3-5-2 umstellen. Das ist allerdings sehr ungewöhnlich. Und in der Champions League sieht man das eigentlich kaum noch. Hier ist das UEFA Champions League Finale. Beziehungsweise von den 16 Top-Mannschaften haben 6 mit 4-2-3-1 gespielt, 4 mit einer 4-3-3-Formation. Einer, nämlich nur Napel, mit 3-4-3 und 5 Mannschaften mit dem klassischen 4-4-2. Ja, das sind also 2 Stürmer vorne, wobei sich einer etwas fallen lässt. Das ist im Fall von Man United unser allerbekannter Wayne Rooney. Und das bringt mich zu einer interessanten Anekdote. Vor sage und schreibe 10 Jahren habe ich mit Carlos Parreira zusammengesetzt und der sagte mir, du Andy, vor 10 Jahren, das schreiben wir das Jahr 1992, sagte mir Mario Zagallo, tja, so wie sich der Fußball hinbewegt, kommen wir bald zu einer 4-6-0-Formation. Und um erfolgreich zu sein, brauchen wir Allround-Spieler, die je nachdem, was von ihnen gefordert wird, verteidigen und angreifen können. Und das Witzige ist, genau in die Situation sind wir gekommen. Spanien, kann man eigentlich fast sagen, haben mit 4-6-0 gespielt. Was heißt das für uns? Nun, die Spanier haben Fabregas als eine Art, in Anführung, falschen Stürmer nach vorn, aber der steht eben nicht vorne rum und wartet auf Flanken, sondern lässt sich fallen, nimmt am aktiven Spielgeschehen teil.
Messi zum Beispiel stand früher auf dem rechten Flügel, aber der klebt nicht an der Linie, wie wir alle wissen, sondern zieht nach innen, um mit links abzuziehen. Und den Raum, den er dann auf dem rechten Flügel freilässt, den füllen andere Leute, Cesc Fabregas zum Beispiel. Das heißt, das Wichtigste ist, dass Leute die Positionen wieder auffüllen, die die Außen, wenn sie nach innen ziehen, freilassen. Tja, aber wenn man zum Beispiel mit einer 4-6-0-Aufstellung antritt, gibt es niemanden, um den sich die Innenverteidiger kümmern können oder sollen. Denen fehlt praktisch dann der Bezugspunkt. Und Alex Ferguson sagte mir, tja, meine zwei Innenverteidiger waren mehr oder weniger verloren. Die wussten nicht, gegen wen sie verteidigen sollten. Und das ergab sich, es stellte sich für recht schwierig für Manchester United heraus. Umschalten und Umschaltzeit, gleich sind wir bei der Kaffeepause, aber lassen wir vielleicht das ganz schnell noch abhandeln. José Mourinho sagte, schnelles Umschalten ist das Wichtigste. Eine schnelle Restrukturierung, um zu verteidigen oder dass man eben den die Notlage des Gegners ausnutzt und die mit Geschwindigkeit, mit Schnelligkeit angreift nach Wiedereroberung des Ballbesitzes. Je nachdem, welche Philosophie Sie als Trainer persönlich bevorzugen. Tja, da ist natürlich das klassische Konterspiel, der Klassik-Konter von hinten nach vorn. Collective Counters, das sind Konter, an denen mehrere Spieler teilnehmen, das heißt Rückeroberung des Balles im Mittelfeld und Vorwärtsbewegung gegen eine im besten Fall desorganisierte Verteidigung. Wobei Alex Ferguson meinte, dass die schiere Schnelligkeit des Umschaltens heutzutage viel schneller ist. Und oft haben wir Gruppen von 4 bis 5 Spielern, die nach vorne, die uns dann entgegenkommen. Und drittens, der Konter weit vorne im Feld, das heißt, man erobert den Ball zurück, weit in der gegnerischen Hälfte und nutzt dann Schwächen in der gegnerischen Abwehr. Und viertens, der klassische Alleingang, den gibt es natürlich auch noch. Einer nimmt den Ball, bricht los, dribbelt nach vorn. Bei der Euro 2008 gab es aus dem offenen Spiel heraus 46% der Tore aus Kontern heraus. Und das hat sich auf fast unglaubliche 25% verringert. Bei der Champions League hat sich das auch mehr oder weniger auf diesem niedrigen Niveau stabilisiert. So, das waren einige Beispiele. Der portugiesische Konter war der klassische Konter. Ibrahimovic war ein klassischer Kollektivkonter, wenn man so will. Und es gibt aber im Prinzip immer weniger Kontertore. Kommen wir zurück zu den Prinzipien des Fast Break eines schnellen Konters. Zunächst mal die Geschwindigkeit bei der Umschaltung. Es muss sofort nach vorn gehen. Ich erinnere mich an José Mourinho. Und die Spieler haben Transition gerufen, ja, umschalten. Und das wurde praktisch ihnen ins Gehirn gesetzt, das Wort umschalten. Und man muss sofort an das Spiel in die Spitze denken. Willingness to support, das heißt die Bereitschaft, sich anzubieten. Explosives nach vorn bewegen. Der Ball muss sich schnell bewegen. Die geringstmögliche Anzahl von Pässen und man muss sich schnelle Lösungen einfallen, ein schneller Doppelpass zum Beispiel, ein Spieler umdribbeln, dann aber sofort auch abziehen, ja, zum Abschluss kommen. Hier haben wir Deutschlands tolles Tor bei der WM 2010. Da gibt es 3 Phasen. Was war der Auslöser? Wie ist der Ball nach vorn gekommen? Sind Spieler mit dem Ball nach vorn gerannt oder ist er nach vorne gespielt worden? Und das dritte ist das Ziel. Wie sind wir zum Ziel gekommen? Wie ist man zum Abschluss gekommen? Die Anzahl der durch Konter erzielten Tore ist also im Grunde genommen auf dem absteigenden Ast. Warum? Arsene Wenger hat die Antwort gegeben. Dadurch, dass
das Konterspiel immer wichtiger geworden ist, haben wir uns jetzt darauf konzentriert, auf den Haupttrend, gegen den Konter arbeiten zu können. Wie machen wir das am besten? Schnelles Reformieren der eigenen Mannschaft, gegen den Ball arbeiten, den defensiven Mittelfeldspieler, der Midfield-Screen, mit so wenig Risiko wie möglich spielen, das heißt immer genügend Spieler hinterm Ball, selbst im eigenen Ballbesitz. Die berühmten technischen Fouls auf der im Mittelfeld kann man sich das leisten, Spieler kurz vor umrempeln, oh sorry, tut mir leid. Oder Defend Deep, das heißt also möglichst tief verteidigen oder eben, wenn man gut genug ist, den Gegner zurückdrängen. So, und jetzt kommen wir zur Halbzeit. In 25 Minuten treffen wir uns wieder.